So, hallihallo Leute, willkommen zu Part 4. Das ist die Fortsetzung von Part 3. 40 Minuten sind einfach zu lang fürs Video, deswegen habe ich das jetzt hier mal brechen müssen. Ich spiele auch jetzt in dem Sinne gleich weiter, also annähernd weiter. Nicht irgendwie einen Tag später oder was, sondern wirklich gleich da durchziehen, damit ich das euch noch irgendwie heute vielleicht abnehmen kann, beide Teile. Ich hoffe, das funktioniert noch. Genau. Aktuell das Tutorial, habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr reingespult habt oder nie. Es war alles ziemlich schnell und rasch und man bräuchte viel Zeit, glaube ich, um das. Also mehr Zeit. Also ich fühle mich so ein bisschen überfordert gerade. Ja. Weil es einfach so Schlag auf Schlag geht. So, da kommt die Message. Okay, da du hast Taste M irgendwas und du hast Taste X und Z und bei mir ist gerade vertauscht im Übrigen, fällt mir so auf. Und so schnell kannst du gar nicht schalten oder wissen, wie viele Tasten du überall drücken musst. Aktuell ist meine Empfindung. Macht so trotzdem Spaß, aber es geht mir zu schnell. Ich hätte mal so einen kurzen Moment gehabt, so, ja, ich fliege jetzt, dann probierst du mal aus, ja, drück mal den Knopf, aha, und dann sagt er dir, jo, passt, ist alles cool, ja. Und dann kommt im nächsten Part der Lernstep. Das hätte mir so besser ge gefallen von dem Ganzen. Aber jetzt machen wir mal weiter. Ich sollte mir jetzt folgen. So wie es ausschaut, im Top spielt. Mal gucken, was passiert. Also, ja, spielen wir los. Space. Also Space, hier Shift gedrückt. Piu. Ich weiß nicht, was dieser Tonwitz zu bedeuten hat. You can also use it to overpower your maneuvering thrusters in order to take tighter corners. Stop. Okay, ich kann es overpowern, aber mit was? Mit? Mit was steht da nicht da? Mit was ich es overpowern kann? Also steigt irgendwas hoch? Do have a limited amount that takes time to replenish, so don't go nuts with it. Was soll ich ja mal warten, bis der wirklich die voll ist, die Ladung, und dann kann ich drücken sozusagen. Das ist, ach, ich schätze mal, das ist der Boost, oder? Kann das sein? If you need to cut your speed in a hurry, use your space brake. It's much quicker than dialing back your engines, and the moment you let go of it, you'll automatically accelerate back up to your previous speed. Weg. Bei Space Break. Okay, wie geht die? Space Break ist hier. Spacebar, ja, das ist ja der nächste. Achso, Spacebar, ja. Okay, Handbremse sozusagen mit Space, okay. Shift erneut, G-Save. Das Fliegen an sich, muss ich sagen, macht echt Bock. Also mir gefällt's wirklich sehr. Die Grafik gefällt mir sehr gut hier. Also dieses, auch das Rollen am Planeten vorbei und so. Strafen kann man ja auch hier. Ja, das ist schon cool gemacht, also. Gefällt mir schon sehr, 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 sehr gut. Also ich strafe jetzt, deswegen schaut das schon mal so aus. Wenn ich strafe wieder loslassen. Hui. Genau. Also dieses Fliegen an sich, ja, ich gehe mal stark von aus, dass das jetzt dieses Flight-Training ist. Think you can put all this together? Let's see. Und dann mal schauen, was da hier noch bei rumkommt. Also die Grafik, du kannst nichts sagen. Ich weiß, ich kann es leider nicht gar nicht so fett aufnehmen, ja, wie die Grafik hier ist. Also sie ist, ich habe mal im Video verglichen. Also da ist auf jeden Fall vom Video her noch deutlich Steigerung, aber da müsste ich auf, boah, 15 MB oder sowas hochgehen. Da brauche ich für 15 Minuten schon 5 Stunden zum Hochladen. Also habt ein bisschen Nachsehen, wenn ihr
vor allem von der Qualität, von der Videoqualität her, einen Ticken runter seid, als ich hier sehe. Also es geht wirklich, es ist wirklich hoch, es ist wirklich gut. Das Spiel hier, das ist in Full HD und das, die Grafik ist, gefällt mir schon sehr gut. Hier mit den Planeten, mit dem Feuer, okay, das war jetzt ein bisschen buggy da unten im Feuer. Kaum spreche ich es an, das ist aber... Good job. Now one thing you need to understand, every ship's outfitted with systems to look out for you. That last sharp turn, you probably felt your ship clamp down on the speed. That's your G-safe system kicking in, making sure that you aren't taking too many G-forces and blacking out. If you need to get that extra edge in turning, you can disable G-safe, but be warned, an unconscious pilot turns to a dead one pretty quick. Okay, change the safe feature, huh? Boah, was? Left STRG, you can circle off by pressing. Und Caps Lock. Leute, soll ich mir meine Finger brechen oder was? Caps Lock ist da der oben drüber, oder? Habe ich noch nie geschnallt, was du... was da der Unterschied jetzt sein sollte. Okay, ich flieg mal ohne. Ich weiß auch nicht, ob dieses Tutorial anhängend ist. Also es kann sein, dass wir jetzt wirklich alle Parts durchspielen auf einmal. Genau. Aber wo war ich denn geblieben? Ich habe das jetzt... Boah. Das Lesen habe ich total vergessen. Hat irgendwie gesagt, ich kann mich da durch... Ach so. Okay, so schnell drehen. Ah, jetzt habe ich es gerafft. Ja, okay. Also durch dieses... Shift und Caps Lock kann ich mir so, wow, so toggeln, ja. Cool gemacht, natürlich, cool gemacht. Muss man halt auch erstmal rausfinden. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr lesen sollen. Oder nachdenken. Genau. Ne, ach, wo waren wir stehen geblieben? Hopp. Was ist los? Die Grafik ist wirklich top. Also man, es gibt nichts. Bis auf das Feuer, das war jetzt typisch so, hey, ich sag's, und dann kommt der Fehler. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, sieht man so ein paar die kleinen Macken, was man halt in der Alpha hat. Viel wird ja gehübscht, ja, geschönt, hier, da und hier, und guckt hin, es läuft alles flüssig und so. Aber Leute, das ist eine Alpha. Und man muss das immer bedenken, Alphas sind nie bugfrei. Wir kennen es von anderen Spielen, die teilweise nur überhaupt nicht fertig sind. Ja. Request? Was will denn? Ja, die überhaupt noch nicht fertig sind und die auch Haufen Geld kosten und bei weitem noch nicht mal die Grafik haben. Ja. Ich sag nur DayZ jetzt, also ihr könnt mich hassen oder nicht. DayZ ist immer noch verbuggt wie Sau. Die Community immer noch irgendwie merkwürdig, ja. Manche sehen DayZ als PvP, manche sehen DayZ als Survival. Also, schwierig, ja. Und die Zombies haben immer noch eine Macke irgendwie. Manchmal sind sie da, manchmal sind sie nicht da. Manchmal rennen sie die hinterher, manchmal rennen sie den hinterher. Und das Ganze ist auch noch Early Access, ja. Und das ist ja bei Weitem mehr drin, sage ich jetzt mal. Okay, das Ganze kostet auch ein Stück mehr. Das Ganze kostet natürlich auch ein Stück mehr. Genau. Jo,
Aber ansonsten, wie gesagt, aktuell, mir macht dieser Fly-Modus. Ja. Alright, I'm a little impressed. Hat der gesagt Landing? Habe ich den jetzt gerade richtig verstanden? Aktuell finde ich das jetzt gerade richtig entspannend, ja, weil, okay, man fliegt so ein bisschen durch hin und her. Warum haben sie das aber nicht am Anfang eingebaut? Das hätten sie doch machen können, oder? Diesen Fly-Modus. Diesen gechillten. So, hier, pass auf, jetzt fliegst du hier durch ein paar Planeten. Und so. Von mir aus Fullspeed, also total lahmarschig. Afterburner. Double Tap. Ratio to the Spire. Schauen wir mal, wie das geht. Race. Okay, bei Double Tap passiert bei mir nichts. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wird das immer aktiviert später dann. Gucken wir mal. Hold on, I've got contacts inbound. Contact, Vandal Fighter, dead ahead. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. All your systems are active. This is a live fire encounter. Mark your target. Und jetzt? Wow, Alter! You're taking hits. Check your heart for shield and damage status. Ui! Alter Falter! Wo ist der andere? Stay sharp. We've got more hostiles inbound. Looks like there's a glaive in the mix. That glaive's a recognized ace. Enemy designation is tank. We're gonna have to work together to take it down. Target the glaive. Oh, Alter! Du kannst du nicht einfach. Ja. Wo ist jetzt mein Automatik-Ding eigentlich? Alter Falter! Good kill. Glaive's down. You're clear to engage the rest. Good luck. Okay, Alpha Bug. Haben wir da noch einen? T. Da war er. Fuck it. Alter. Der nächste Bugfluger. Wieder. Komm, dann kommst du mir eh nicht mehr. Komm her hier, feige Sau. Und jetzt ja, zack, weg ist er. Wo wollen wir noch hin? We're clear. Hell of a training session, huh? What the fuck? Und das verstehe ich jetzt nicht. Wo sind die ganzen... Erratic power spikes from your ship. They must have hit your power plant. Your ship's loaded with military intel, so we can't let it fall into enemy hands. You'll have to initiate self-destruct before you eject. Was ist das? Self-destruction? What? Right, Alt and Backspace? Echt jetzt? Geht ne? Alter! Eject, eject. Self-destruct. Initiated. Right, Alt und Come on, bail out! Danger. System. Get out of there! Oh, Leute. Close there, kid. Let's get you back to base. First round's on me. Super. Rick. Warum toggle ich jetzt da so hin und her? Alter. Hallo!
Oder was ist der schwindelig hier, hä? Kollegen! Okay, war's das jetzt? Aha. Okay, interessant. Ja, was war das jetzt, ja? Selbstdestruction? Okay, gut und fein. Habe ich jetzt gewonnen? Habe ich verloren? Was ist jetzt passiert? Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ja. Also gehen wir in den Hangar rein. Um zu schauen. Jetzt wird natürlich leider der volle, fette Ladebalken da sein. Ich habe jetzt keinen Schimmer. Des Tutorials geschafft? Ja, irgendwie kein Bonus oder so. Ich habe auch keinen Schimmer, wo mal, weil meine Instrumente weg waren, wie zum Beispiel dieses intelligente Ziel, diese intelligente Zielerfassung und so weiter. Wurde das mir weggeschossen oder nee? Das habe ich gar nicht mitgerissen. Es gab auch keine Warnung irgendwie oder wurde das einfach nur deaktiviert, weil es deaktiviert worden ist. Solche Sachen, die fehlen mir. Ja, da brauche ich irgendwie mehr Feedback oder so. Oder mal kurz Hallo hier und guck. Schade fand ich jetzt auch im Tutorial, dass ich nicht rausgehen konnte vom Flugzeug. Also wirklich die reine Ego-Perspektive hatte. Jetzt schauen wir mal nochmal rein, dass wir hier irgendwo ansetzen können, was wie wo. Ja? Also es sah so aus, als ob das Tutorial das war. Jedenfalls dieser erste Part. Ich hoffe es zumindest. Basic Flight Training. Jetzt schauen wir mal. Takeoff. Haben wir gemacht. Mission Manöver. Basic Manöver haben wir gemacht. Basic Combat. Landing. Landing haben wir gemacht. Advance. Und Combat. Also fortgeschritten sozusagen. Okay. Also war es das wirklich. Also wir haben hier das Tutorial gerade gespielt. Mehr gibt's hier noch nicht. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Also mein Fazit jetzt zu dem Tutorial. Ja. Viel, also der Anfang war cool. Hier, komm, steig ein. Zack, da hoch, rüber. Das ist alles okay. Das ist alles vertretbar. Das ist recht zügig. Das heißt, zügig ist es passend. Wirklich passend. Also die Geschwindigkeit, der sagt zwar schnell. Ja klar, der hat keine Zeit. Das kostet das Geld theoretisch. Aber das Tutorial, wo man oben ist, ja, dieses so, jetzt machen wir mit M, da fliegst du mir hinterher, ja, da sollte erstmal die Warnung kommen, Alter, schalt dein Flugmodus wieder um, ja, dass du nie durch die Gegend guckst, ja, und das Flugzeug aber gar nicht steuern kannst. Wo war die Meldung? Also entweder habe ich sie nicht gehört, oder sie hat einfach schlichtweg gefehlt. Dann, was mir nie gefallen hat, war dieses, ja, da ist jetzt ein Gegner, dort ist ein Gegner und das mit den Missiles und so weiter. So, und auf einmal war alles weg. Ja? Warum war auf einmal alles weg? War das jetzt ein Bug oder war es jetzt kein Bug? Gehört das so? Theoretisch müsste ich es jetzt nochmal spielen. Ja? Das werde ich dann auch machen. Also ich werde es nochmal spielen. Und erzähle euch dann im Part 5 sozusagen nochmal, was Sache war. Ja? Das war so, hier, flieg einfach jetzt mal, schieß rum, dreh dich, wirbel dich und bremse und schieß Raketen ab, aber das kannst du nur einmal so auf die Art, weil das zweite Mal fehlt ja irgendwie alles. Du kannst die Tasten nicht mehr drücken, weil es funktioniert nicht mehr. Ja? Deswegen probier es einfach nochmal aus. In einem anderen Part, seht ihr eh, das hat jetzt, also 60 Minuten hat das jetzt gedauert, das Ganze, mit dem Ladebalken und so weiter. Die erste Folge waren ja schon 40 Minuten, jetzt die zweite Folge ist jetzt 20 Minuten. Genau, okay, plus minus mit dem Labern und so weiter, je nachdem wer schnell macht, weniger schnell. Aber es sind ungefähr eine Stunde, wird sie schon rechnen können mit dem Tutorial gerade. Wenn sie das so klatsch macht, wie ich jetzt gerade. Meine Persönlichkeit, jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Mein Fazit, mein persönliches Anliegen wäre vielleicht, dass besser umzusetzen, was gerade passiert. Ja. Okay, dass ein Gegner war, hat jeder gesehen, aber wie man am besten damit umgeht, ja, oder dass man erstmal hier so eine Flugsession. Pass auf, jetzt fliegt der einer hinten am Popo rum, versucht den irgendwie abzuschütteln, dreh dich,
mach eine Rolle oder so, versuche dich hinter ihn zu setzen. Sowas hätte ich gerne, ja. Dann nicht, dass du auch außerhalb deines Radius rausfliegen kannst. Ich bin hinter dem eine halbe Stunde hergeflogen, ja, hinter den Idioten, bis ich gerafft habe, nicht das hintere Eckel, sondern das in der Mitte, das Viereck war der Zieler. Ich weiß nicht, ob es da stand oder ob ich es überlesen habe, aber sowas sollte einfach viel besser beschrieben oder erklärt sein, sage ich jetzt mal. Da hoffentlich kommt noch ein bisschen was in dem Tutorial. Hoffentlich bleibt das jetzt nicht ganz so plump, sage ich jetzt mal. Ansonsten hat mir das Fliegen sehr, sehr gut gefallen. Ja, also mir hat das Rumfliegen, das Strafen, also man konnte ja schön strafen, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat noch, hat mir super gefallen. Die Grafik ist bombastisch, gefällt mir echt gut, bis auf die paar Grafikbugs wie mit dem Feuer und so weiter. Ist es echt geil gemacht. Kann man gar nichts sagen. Also Hut ab. Wie gesagt, ich würd mir noch wünschen, eine Third Person zu haben. Dass man da auch mal eventuell variieren kann. Man muss nicht immer, vielleicht auch als Übersicht, ja. Man muss nicht immer im Raumschiff. Okay, ja, realistisch, Leute und so. Ja, ich weiß. Aber es ist immer trotzdem noch ein Spiel, sag ich jetzt mal. Ja, auch wenn es auf realistisch gemacht ist, aber könnte man ja machen. Oder vielleicht mal eine andere Kamera. Also diese Rückkamera, die war ja ein bisschen für den Pups, ja. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es das gibt, im Raumschiff solche Displays einzubauen. So, zwei links, rechts oder oben, unten, hinten. Wenn nicht sowas. Aber egal, sei es drum. An sich mein Fazit aktuell für das Tutorial. Es gibt Verbesserungen. Ohne Frage. Aber ich finde es bis jetzt angemessen. Ja, also man kann spielen, es macht Bock, auch wenn die Flugzeuge jetzt, die dir entgegenkommen, total verbuggt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auf einmal war der Flügel irgendwo total verzogen. Da hoffentlich machen die Programmierer da was. Also das kann nicht so bleiben. Das ist zwar eine Alpha, aber das muss raus. Das kann nicht sein, dass dir danach der Flügel 5 Meter woanders hängt und du schießt da drauf. Das ist Käsekacke, ja. Ihr könnt auch mal, was mir aufgefallen ist, ich habe das mal im Universe ausprobiert. Unterm Fliegen einfach mal auszusteigen. Ich meine, euer Flugzeug toggelt dann so rum. Ich weiß noch nicht, ob man Autopiloten im Stand machen kann. Das müsste ich mal ausprobieren. Steigt's mal aus und versucht es dann wieder einzusteigen. Ihr habt danach einen Astronauten, der von Gut und Böse ist. Der hat dann keine Arme mehr und keine Füße mehr. da hoffentlich tun die Programmierer was. Das muss gefixt werden, auf jeden Fall. Man muss meiner Meinung nach, auch wenn man ausgestiegen ist in dem toggelnden oder strudelnden Raumschiff, muss man auch wieder einsteigen können. Ja, das war schwerelos, es ist einfach nur so leicht gedreht hat sich das. Da muss einfach ein Fix hin, wo einfach eine kurze Sequenz reinkommt, so tak, tak, tak und zack, bis zum Raumschiff, ja. Da muss gar nicht mehr sein, einfach nur eine kurze Sequenz, du musst nicht wirklich so, der steigt jetzt da ein, wie beim Landen oder sowas. Da reicht es mir, wenn eine kurze Sequenz kommt, wie, ja, wie so ein Art Loch und drin ist oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht Perspektivenwechsel, dass du dann wirklich gleich im Raumschiff stehst. Aber nun gut, okay, ist ja alles nach Alpha. Also, gucken wir mal, wie das wird. Das war mein Fazit soweit für das Tutorial, habt ihr es gesehen. Aktuell nie viel dran. Eine Stunde Spielzeit für theoretisch 60 Euro, wäre ganz schön viel Kohle, ne? Ja, dann mache ich hier mal Schluss. Ich hoffe, ihr schaut zu in Part 5. Das müsste dann Part 5 sein. Würde mich echt freuen. Lasst bitte einen Daumen da, wenn ihr könnt. Lasst Kommentare da. Ich versuche immer irgendwie das anzunehmen, wie es geht. Eigentlich versuche es anzunehmen, ist ja doch klar. Ich möchte ja euch nicht enttäuschen als Zuschauer. Ja. Schließlich mache ich das für euch da draußen, nicht für mich. Weil ich könnte es ja auch alleine datteln und dann hier am Arsch kratzen. Ja. Aber wie gesagt, ich war damals unsicher, ob ich es mir kaufe oder nicht kaufe. Und ich zeige jetzt das, was man machen kann. Und ob ihr zufrieden seid damit oder nicht. Also vom Spiel her selber.
Im aktuellen Stand würde ich jetzt noch sagen, ja, kann man ausgeben für 60 Euro oder für 64, 65 Euro. Kann man ausgeben, ist okay. Ja? Der aktuelle Stand. Gucken wir mal, also wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch drei Mods sozusagen. Das, die Drohne und das Battle und natürlich das Universe. Und also dieses Crusader, diese Station. Ganz ehrlich, es gibt Spieler, die haben kosten 50 Euro und haben Spielzeit 6 Stunden oder so. Ja, reine Spielzeit. Würde ich nie ausgeben. Für. Würde keinen Bock machen. Also habe ich gar kein Interesse. Sowas. Ich glaube, was ist, war das? Call of Duty, kann das sein? Advance War oder so? Irgend sowas hat, glaube ich, 6 oder 8 Stunden Spielzeit, wenn ich mich nicht irre. Wenn überhaupt. Würde da kein Multiplayer dabei sein, würde ich es gar nicht kaufen. Oder hätte es gar nicht gekauft. Also von daher, haut's rein, Jungs und Mädels. Wie gesagt, bitte Daumen da lassen, Kommentar da lassen. Und wir sehen uns in Part 5. Also dann, ciao, ciao, Leute. Viel Spaß noch.